He's the guy who's the talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun, boy. When you see him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to fool him around when you've seen him. A gun, boy, when you've seen him, use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Who's the guy? He's riding to town in the prairie sun. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. Wenn du Geld hast, kannst du einen Teller Bohnen mit Speck haben. Lass die Pfanne da.
Mann, Ludwig, ich habe ihn noch keinen fressen sehen. Er so ausgehungert ist, muss doch durch die Wüste gekommen sein. Ja, und wer das Risiko auf sich nimmt, die Wüste zu durchqueren, hat bestimmt was auf dem Gewissen. Ja. Du hast Schwein gehabt. Von dir gibt's keinen Steckbrief. Auch keine Geschichten, Amigo. Versuch noch einen halben Tag am Leben zu bleiben, denn als Toter bist du keinen Cent mehr wert. Bis morgen hält er noch durch. Los, komm mit. Was soll das? Steh auf, wir gehen. Hör mal zu, du Dreckschwein. Ich habe zwar viel Sinn für Humor, aber das geht entschieden zu weit. Sag mir wenigstens, wie du heißt, damit ich dir ein Kreuz mit deinem Namen aufs Grab stellen kann. Man nennt mich den müden Joe. Der müde Joe? Die rechte Hand des Teufels. Also los, komm. Was bin ich schuldig? Gar nichts. Gar nichts. Es ist uns eine Ehre gewesen. Danke. Aber die Bohnen hätten ein bisschen weicher sein können. Hey, Joe. Man sagt, keiner ist mit dem Schießeisen schneller als du, stimmt das? Ja. Sagt man das? Also, was hast du ausgefressen? Meine Frau war am Fluss und wollte Wäsche waschen. Plötzlich kam ein Gringo und fiel über sie her. Ich lief zu ihr, um ihr zu helfen. Ich hatte ein Messer. Er hat mich mit weit aufgerissenen Augen angesehen und war tot. Vielleicht ist er beim Fallen mit dem Kopf auf einen Stein geschlagen. Ich habe ihn nur einmal mit meinem Messer getroffen. Hast du Zeugen dafür? Nein, Senor. Ja, vielleicht war doch einer da. Denk nach. Nein, Senor, es war niemand in der Nähe. Los, streng dein Köpfchen an. Ja, Senor. Also die Sache war so. Meine Frau war am Fluss Wäsche. Thank you.
Sheriff! Sheriff! Wenn du willst, dass die Sonne weiter auf deinen Blechstern scheint, ist es besser, wenn du unseren Freund laufen lässt. Ich persönlich habe nichts dagegen, dass jemand mit einer Frau ins Bett geht. Aber wenn die Dame nicht einverstanden ist und sich zur Wehr setzt, dann ist das Vergewaltigung. Und darum muss sich der Richter kümmern. Aber der Richter kann in diesem Fall nicht objektiv sein. Das Luder war nämlich seine Frau. Sie hätte ohne weiteres stillgehalten, wenn der Alte nicht dazugekommen wäre. Da fing sie plötzlich an, Theater zu machen. Hör zu, Jungs. Euer Freund hat den Fehler gemacht, sich die falsche Henne auszusuchen. So leid es mir tut, Gesetz ist Gesetz und das wird respektiert, ob es euch passt oder nicht. Ihr habt eine Minute Zeit, euch zu verziehen. Zum allerletzten Mal, Sheriff. Lass unseren Freund frei. Jungs, ich habe das Gefühl, dass wir bald einen neuen Sheriff wählen müssen. Meinst du mich? Na klar, frag nicht so dämlich. Ja, er meint Sie, Senior. Schnall ab. Und jetzt bist du an der Reihe, Sheriff. Wenn Sie es wirklich probieren, macht er Sie kalt. Was habe ich dir gesagt? Madre de Dios, wer ist der Hombre, Señor? Die linke Hand des Teufels. Wer ist der Kerl? Ach, das ist eine lange Geschichte. Auf seinen Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Und du kennst das ja. Die Mexikaner sind immer die Dummen. Was hat er auf dem Carport? Nichts. Es war Notwehr. Ich bin Zeuge gewesen. Nein, Senor, er war nicht dabei. Schreib einen Entlassungsschein und schick ihn nach Hause. Meine Frau war am Fluss und wollte Wäsche waschen. Plötzlich kam ein Gringo und fiel über sie her. Halt, da habe ich. Donnerwetter, das sieht böse aus, aber zum Glück scheint es nur ein Steckschuss zu sein. Komm her, hilf mir. Da, trink. Ja, Senor. Noch ein Schluck? Noch ein? Wie geht's unserer Mutter? Wie üblich, sie hat immer ein kleines Wehwehchen.
Wo zum Teufel steckt sie denn? In New Orleans, sie leitet dort einen Puff. Ich habe von der verdammten Kugel gesprochen. Ah, da ist sie ja. Drück mal die Wunde zu. So. Ihr Gringos seid alle miteinander Bastarde. Ihr wollt unsere Frauen haben und wenn einer von uns mit dem Messer dazwischen geht, dann lauft es uns sehr schlecht. Morgen kann er wieder zurück zu seiner Waschfrau. Du ziehst immer noch genauso schnell wie früher. Ich danke dir übrigens für deine brüderliche Hilfe. Oh. Es waren nur drei. Aber bald werden noch mehr von der Sorte aufkreuzen. Ich rate dir, Brüderchen, mach, dass du von hier wegkommst. Ich hab so im Urin, als ob sie in ein paar Tagen in diesem Drecknest verdammt ungemütlich wird. Ich bin ein friedlicher Mensch. Dafür bist du allerdings bekannt. Man könnte meinen, man käme in eine Schnapsbrennerei. Wer ist denn das? Mein Bruder. Er ist auf der Durchreise. Er reite morgen weiter. Der hat genauso gestunken wie du, als er hier ankam. Wir haben drei Stück Seife gebraucht, um festzustellen, was für eine Hautfarbe er hat. Wenn du willst, dass ich dir die Hand gebe, junger Mann, dann musst du erst mein Bad nehmen. Ich habe keine Lust, mir die Krätze zu holen. Wie kann man nur so tief sinken? Ach, da war einer hinter mir her. Wohl der Besitzer des Sterns. Zwei Tage nach meiner Flucht aus dem Gefängnis von Yuma merkte ich, dass mir jemand folgte. Er wollte gar nichts von mir. Er ritt nur zufällig denselben Weg. Das wusste ich damals aber noch nicht. Deshalb schoss ich ihn über den Haufen. Aus seinen Papieren sah ich, dass er der neue Sheriff dieses Ortes war. Seinen Vorgänger hatten sie umgelegt. Ich nahm seinen Stern und was er sonst noch bei sich hatte an mich und habe mich hier an seiner Stelle gemeldet. Jetzt warte ich hier auf zwei alte Freunde von mir. Frankie und Timmy. Wir reiten nach Kalifornien, aber vorher wollen wir noch ein Ding drehen. Und wie es der Teufel will, musst du ausgerechnet in diesem Augenblick auftauchen. Ich weiß jetzt schon, dass du uns wieder die ganze Tour vermasselst. Übrigens, Sheriff, drüben im Saloon hat es einen ziemlichen Sturm gegeben. Die Männer des Majors haben zwei von den Siedlern aus dem Tal verprügelt. Ich fürchte, die armen Kerle können von jetzt ab nur noch Pudding essen, denn ihre Zähne haben sie auf dem Fußboden liegen lassen. Waren sie bewaffnet? Nein. Diese seltsamen Vögel tragen doch keine Waffen, das weißt du doch. So, mein Junge, komm, jetzt wird gebadet, damit man endlich dein Gesicht sieht. Du wäschst dich, schläfst und morgen reitest du weiter. Darüber reden wir noch. Nein, du verschwindest, verstanden? Das letzte Mal Hochwasser hatte, habe ich nicht mehr so viel Dreck gesehen. Ah, das ist das letzte Stück Seife. Dabei scheint der Ort ja auch nicht sehr sauber zu sein. Bevor die Siedler nicht endlich von hier wegziehen, wird der Major keine Ruhe geben. Wo es nur geht, macht er ihnen Schwierigkeiten, aber die sind hart im Nehmen. Wenn man die ins Gesicht schlägt, dann geben sie keinen Mucks von sich. Warum wehren sie sich nicht? Das ist gegen ihre Prinzipien. Es sind ruhige, friedliebende Leute.
Alles, was sie tun, ist arbeiten, beten, beten und arbeiten. Und mein Bruder, wie kommt der hier zurecht? Soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie einen Sheriff gesehen, der so viel Pech hat. Immer wenn hier was passiert, ist er gerade nicht da. Es ist wie verhext. Ja, mein Bruder ist schon immer ein Pechvogel gewesen. Das übliche Abendkonzert. Also mach's gut, mein Junge. Wird Zeit für mich, in die Falle zu kriechen. Wenn ich aufstehe, dann bist du wahrscheinlich schon nicht mehr da. Viel Glück. Hören Sie, Major. Ich habe die Nase von den ewigen Schlenkereien allmählich voll. Wenn Ihre Leute die Siedler noch einmal belästigen, werde ich sie zur Rechenschaft ziehen. Das ist Ihr gutes Recht, Sheriff. Ja, versuchen Sie es doch mal, Sheriff. Sie dürfen es nicht so tragisch nehmen. Meine Jungs sind anständige Kerle, die die ganze Woche hart arbeiten. Haben Sie ein bisschen Verständnis. Heute war Zahltag, da haben Sie ein bisschen über den Durst getrunken. Glauben Sie mir, die Siedler haben angefangen. Meine Leute können doch schließlich nicht kneifen. Es hat eine kleine Rempelei gegeben, weiter nichts. Ich möchte Sie herzlich bitten, Sheriff, lassen Sie mich und meine Leute in Ruhe. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Major. Dies ist die letzte Warnung für Sie und Ihre Hühnerdiebe. Was haben Sie da gesagt? Hühnerdiebe. Ach so. Offen gestanden, die Art, wie Sie Ihren Beruf auffassen, gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Kommt mal alle her. Hast du nicht gehört, was ist los mit dir, Jeff? Der Sheriff fängt an, allmählich unbequem zu werden. Er will einfach nicht begreifen, dass ich von uns beiden der Stärkere bin. Aber das wird er bald merken. Die Siedler haben Tag und Nacht geschuftet, aber der Major pfeift darauf. Er will das Tal unbedingt für sich haben und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Was geht dich das an? Du bist doch gar kein richtiger Sheriff. Sicher, da hast du recht. Aber wenn es jetzt im Blutvergießen kommt, besteht die Gefahr, dass die Ranger eingreifen. Und dann bleibt mir nichts übrig, als zu verduften, bevor meine Freunde da sind. Außerdem wäre es sehr ungünstig, wenn der Major die Siedler aus dem Tal vertreibt. Warum? Weil er ein paar Meilen hinter der mexikanischen Grenze eine der prachtvollsten Herden von Zuchtgeulen stehen hat, die mir je begegnet ist. Und keins der Pferde trägt ein Brandzeichen. Wenn der Major es wirklich fertig bringt, die Siedler aus dem Tal zu jagen, treibt er die Tiere hierher und dann dürfte es schwer sein, sie ihm abzunehmen. Ich wüsste einen Weg. So, wie denn? Hilf doch den Siedlern. Ach, allein schaffe ich das nicht. Glaubst du vielleicht, ich hätte irgendwo einen Menschen gefunden, der bereit wäre, mir zu helfen? Alle haben die Hosen gestrichen voll. Nicht einer hatte den Mut zu... Ja. Oh nein. Oh doch, doch. Nein. $1 pro Tag. Nein. Und die Munition. Verpflegung und freie Station. Glaub mir, der alte Jonathan kocht prima. Na? Nein. Dann häng deinen faulen Arsch aus dem Sessel und hau ab.
Donnerwetter. Sehen Sie sich mal an, wie weit die schon gekommen sind. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, Major. Wir werden in die Suppe schon versalzen. Ich glaube kaum, dass diese Hütten einen richtigen Sturm aushalten. Ich schlage vor, wir machen den guten Leuten da unten einen freundschaftlichen Besuch. Herzlich willkommen, Major. Ist das Ihr Ernst? Sicher, wir würden niemals lügen. Ihr sagt nur nicht die Wahrheit. Wenn ein Wunder geschehe und ich plötzlich vor euren Augen verschwinden würde, ich glaube kaum, dass es euch sehr leid täte. Major, wir haben nur einen Wunsch. In Frieden zu leben und in gottgefälliger Armut. Also nichts kann ich weniger vertragen als Heuchelei. Ihr seid mit ein paar klapprigen Wagen hierher gekommen und habt nichts besessen als eure Hoffnung. Und viel Glauben, Major. Ihr lasst euch hier nieder und es dauert nicht lange, da treffen mehr und mehr von eurer Sorte ein. Nach einigen Wochen seid ihr bereits eine stattliche Gemeinde. Ihr baut ein Haus, in dem ein ganzes Heer lagern könnte. Und überall im Tal grast euer Vieh. Ihre Armut, die Sie vorhin erwähnten, ist nicht nur gottgefällig, sondern auch überaus lukrativ, finde ich. Es waren wilde Rinder, eine Gabe des Herrn. Ihr habt jedenfalls keine Zeit verloren, sie mit euren Brandzeichen zu versehen. Und während sich meine Pferde die Beine brechen, weil sie zwischen Felsen weiden müssen, wird euer Vieh immer fetter und vermehrt sich wie seine Besitzer. Wir sind mit einem bescheidenen Stück Erde zufrieden, auf dem wir säen können. Aber dieses bescheidene Stück umfasst mehr als 20.000 Hektar, mein Freund. Wir benötigen davon nur einen kleinen Teil. Es ist Land für alle da. Sie können Ihre Pferde ruhig hierher treiben. Sie stören uns nicht im Geringsten. Sehr gut. Aber ihr stört meine Pferde. Daher gebe ich euch den guten Rat, möglichst rasch eure Sachen zusammenzupacken und mit eurem Glauben und euren Kühen dieses Tal wieder zu verlassen. Wir haben einen Weg von 2000 Meilen hinter uns. Dann fahrt nochmal 2000. Wir haben kleine Kinder bei uns. Ich kann kleine Kinder nicht leiden. Major, ich habe versucht, an Ihr Gefühl zu appellieren. Aber jetzt sehe ich mich gezwungen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir vor Ihnen in dieses Tal gekommen sind. Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, ist es der heilige Paulus gewesen, der gesagt hat, verzage nicht, die Letzten werden die Ersten sein. Warum sollte ich mich also beeilen? Zynismus ist eine Sünde. Aber praktisch. Ich hoffe, der Himmel verzeiht Ihnen. Vielen Dank, das hoffe ich auch, aber offen gestanden, ich rechne nicht damit. Halt, was soll das? Warum tut ihr das, Bruder? Nicht doch. Was habt ihr euch getan? Was soll denn? Das ist nur eine Warnung, verehrter Freund. Entweder ihr verlasst dieses Tal, oder es wird zu eurem Grab. Ihr könnt es euch aussuchen. An die Arbeit, Brüder, an die Arbeit! Was ist denn das? Das ist Mezcal mit seinen Halsabschneidern. Er kommt ab und zu aus Mexiko rüber und schikaniert die Leute. Das wollen wir uns mal ansehen. Willkommen, Brüder. Danke, Bruder. Lacht nicht so dreckig, ihr verlausten, hungrigen Hunde! Wollt ihr nicht auf den freundlichen Gruß von Bruder Tobias antworten? Geht, Bruder! Danke für den Willkommensgruß! Wo sind denn die Schwestern? Freust du dich, uns zu sehen? Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns lange nicht gesehen, Omar. Seht mal, Sie haben sogar schon eine heiße Suppe für uns gekocht. So was nenne ich Freundschaft. Da wollen wir mal probieren. Schmeckst du,
Die schmeckt nach gar nichts. Das ist ja das einzige Spülwasser. Gut genug. Du musst wissen, dass wir niemals Salz benutzen. Das hast du nur gemacht, damit du uns nichts abgeben musst, du verdammter Geist. Nein, das ist nun mal Sitte bei uns ohne Salz. Maul halten! Das nächste Mal will ich einen saftigen Braten vorfinden. Und Wein, viel Wein, verstanden? Vamos! Wie würde mein frommer Freund Tobias sagen? Die Wege des Herrn sind sonderbar. Das ist er, den Sheriff. Mhm. Übrigens, wo steckt er denn? Er ist weggeritten. Mhm. Wolltest du nicht heute weiterreiten? Ja, ja, später. Ich hab's nicht eilig. Wollen wir wetten, dass was passiert, nachdem der Sheriff wieder mal nicht da ist? Hey, ich hab dich was gefragt. Kannst du nicht hören? Du sollst abhauen. Ich will doch nur was einkaufen. Ach, halt's Maul und fähr dich raus, du Würstchen. Joel! Joel! Auch für euch wird der Tag des Gerichts kommen. Von mir aus. Aber bis dahin steckt ihr eure Rotznasen nicht mehr hier rein, verstanden? Und jetzt macht, dass ihr wegkommt, aber ein bisschen plötzlich. Hör mal, Dandy. Es ist besser, du kümmerst dich um deinen eigenen Dreck. Warum? Frag den Major. Ja, gute Idee. Major Harry, mir macht uns überall Schwierigkeiten. Wir dürfen nicht mal mehr in seinem Laden einkaufen. So, wartet hier. Was willst du? Gib ihm, was er haben will. Soll das ein Scherz sein? Nein. Bring die Waren zum Wagen und beeil dich. Aber gar nicht recht sein. Was hast du da eben vom Major gesagt? Ja,
Na, komm her. Schlag zu! Na komm! Nein, der Bube gehört hier nicht her. Ich finde, der Major gehört hier nicht her. Hören Sie zu, Major. Ich möchte Ihnen empfehlen, dass die Rüpel, die Sie um sich versammelt haben, die Siedler von jetzt an ein für alle Mal in Ruhe lassen. Wenn Sie es nicht tun, dann sehe ich mich als Hilfssheriff leider gezwungen, euch alle zum Teufel zu schicken. Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen, ein Toter und das alles in 2 Stunden. 2 Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt. Wieso? Ich sollte dir doch helfen. Aber doch nicht so, du verdammter Idiot! Wenn du die beiden Mädchen gesehen hättest. Sie sahen aus wie 2 Scheuerrehe. 2 Scheuerrehe? Hör dir das an. Verdammt, wenn einer wie du romantisch wird, kommt mir der Kaffee hoch. Halt, wo willst du hin? Zu den Rehen. Nein, du kommst mit mir. Wohin? Nach Haus, da packst du deine Sachen und verschwindest. Gott sei Dank, Sheriff. Das war ein ruhiger Ort, bevor du hier aufgetaucht bist. Zwar der Arsch der Welt, aber ruhig. Wem sagst du das? Sheriff, was wird eigentlich mit dem Gefangenen? Entweder hängen wir ihn oder wir schmeißen ihn raus. Ich habe keine Lust, hier länger das Zimmermädchen zu spielen. Gut, von mir aus schmeiß ihn raus, du faules Schwein. Kleiner, wie kann man sich wegen so einer Bagatelle so aufregen? Nämlich kleiner, verstanden? Wie soll ich dich denn sonst anreden? Am besten überhaupt nicht. Mach, dass du wegkommst. Sei doch nicht so kindisch. Mit welchem Recht jagst du mich hier weg? Mit dem Recht, dass mir das Gesetz gibt. Hör doch auf mit dem Gesetz. Da lachen doch die Hühner, wenn du sowas sagst. Hm? Was soll diese niederträchtige Bemerkung? Brüderchen, vielleicht hast du vergessen, dass du gar kein Sheriff bist, sondern ein Pferdedieb und noch dazu ein ziemlich erfolgloser. Hallo, Sheriff. Sprich doch leise. Also? Lass mich hierbleiben. Mit dem Stern auf der Brust. Ich kriege täglich 1 Dollar und freie Station. Das kommt mir aber verdammt vor wie Erpressung. Ja, ist es auch. Gut, aber ich warne dich, du Blutsauger. Wenn du wieder was falsch machst, kaufst du dir am besten gleich einen Sarg. Die Schlafstelle des Hilfssheriffs ist im Büro. Na, wieder irgendwo Stunk machen. Unsinn, ich bin ein friedliebender Mensch. Mhm, wo bist du denn hin? In den Saloon. Der Mensch braucht dort im Schlafen gehen Whisky. Ja, da hast du allerdings recht. Komm mit, ich gebe einen aus. Nur einen? Bei der nächsten Gelegenheit mache ich ihn ein für alle Mal fertig, diesen Sohn einer alten Hure. Vorsicht, bei dem kannst du leicht gegen einen heißen Ofen laufen. Dein Freund ist zwar ein Rindvieh, aber er hat recht. Versuch's lieber nicht.
Gehen wir wieder. Es ist bestimmt besser. Sowas schätzen wir hier nicht. Wie hast du meine liebe Mutter genannt? Dir juckt wohl das Fell, hä? Ich hab dich was gefragt. Ich will wissen, wie du meine Mutter genannt hast. Hast du doch gehört. Nur keine Angst. Na los, sag's nochmal. Angst vor einem wie dir? Wir? Was ist denn los? Es handelt sich um deinen Bruder! Hm? Haben sie ihn umgelegt? Noch nicht, aber wenn du dich beeilst, machen sie einen Sieb aus ihm! Wir sind hier zu sieben, du Angeber, aber in deinem Revolver hast du nur 6 Schuss. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe. Wenn du vorher zahlst, bin ich bereit, mit dir zu wetten, dass du als Erster umfällst. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe. Was ist hier los? Sie haben sich strafbar gemacht. Nein. Doch. Der eine hat gesagt, ich wäre der Sohn einer alten Hure. Das ist schlimm. Tja, wie wollen wir das erledigen, Jungs? Wenn ihr zwei euch nicht hinter eurem Blechstern verkriechen würdet, dann könnten wir es erledigen, wie es unter Männern üblich ist. Was meinst du, Kleiner? So viele sind es ja nicht. Jonathan! Ja! Du nimmst die Waffen und bringst sie weg. Die Tür hinter dir zu. Abschießen! Schaffst du sie allein? Fass ein bisschen mit zu, ich bin noch nicht richtig da. Ich weiß nicht, ob deine Idee so gut war. Wieder schlafen gehen oder hast du heute Nacht noch was auf dem Programm? Oh, wo
Was sollte ich machen? Schließlich hat er unsere Mutter eine alte Hure genannt. Aber das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie nur auch wieder nicht. Der Mensch muss doch ein Ziel haben im Leben. Tu doch endlich was. Stiehl Pferde, überfall eine Postkutsche. Wie wär's, wenn du wieder zu spielen anfängst? Du warst doch mal ein ganz passabler Fallspieler. Aber tu endlich was. Eine wunderbare Gegend. Das ist wie das Paradies auf Erden. Was sind denn das für Leute? Das sind die Siedler. Sag mal, die tragen ja keine Waffen. Ja, soviel ich weiß, gehört das zu ihrer Religion. Sie haben was gegen Gewalt. Aber warum, weiß ich auch nicht. Wie kommen sie denn dann mit dem Major aus? Sie versuchen es mit Beten und ernten gebrochene Knochen. Gott zum Gruß, Brüder! Hallo! Woher weiß der denn, dass wir Brüder sind? Verstehe ich auch nicht. Euch schickt der Herr zu uns. Nein, wir kommen zufällig vorbei. Was ist? Warum kommt ihr nicht näher, Brüder? Willkommen, Brüder. Willkommen. Steigt ab und ruht euch aus. Freue mich, Sie kennenzulernen. Wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, dass Sie unseren Schwestern Sarah und Judith so geholfen haben. Der Teufel hat seine Hand nach Ihnen ausgestreckt. Aber der Herr sandte seinen Erzengel und Satanas wurde besiegt. So ungefähr kann man es auch ausdrücken. Ich finde es wunderschön hier. Das reinste Paradies. Ja, das ist es. Und deshalb werden wir niemals zulassen, dass der Mitscher uns vertreibt. Das kann ich verstehen. Dürfen wir euch einladen, unser bescheidenes Mahl mit uns zu teilen? Ja, gut, teilen wir. Komm. Die Revolver, Brüder. Was? Verzeiht, aber man setzt sich nicht bewaffnet an den Tisch des Herrn. Ja. Na schön. Aber leg sie nicht so weit weg. Lasset uns beten. O Herr, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für die Gaben, die du uns in deiner unendlichen Güte beschert hast. O Herr, beschütze und segne alle unsere Brüder, die in dieser Stunde nicht bei uns sind. Amen. 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 So. Frauen und Kinder sollen sich in den Wagen verstecken. Ihr müsst ihre schlechten Manieren entschuldigen.
Aber sie sind wie Kinder und wissen nicht, was sie tun. Yeah! Hallo, Bruder! Hermano, Tobias, querido. Er kam zufällig hier vorbei, da habe ich zu meinen Leuten gesagt, warum statten wir meinem lieben alten Freund Tobias nicht einen kleinen Besuch ab, stimmt's? Ja. Nein, 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 keine Angst, amigo. Ich denke nicht daran, schon wieder deine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Wie du willst, Bruder. Aber du weißt ja, mein Tisch ist auch der deinige. Wirklich? Dann möchte ich dich nicht enttäuschen. Oh. Und? Warum hast du mich nicht daran erinnert, den Revolvergürtel abzulegen? Du weißt doch, dass Hermano Tobias keine Waffen an seinem Tisch haben will. Hm? Hier, leg's weg. Schneid dich nicht in. Wo ist der Wein? Da. Ja. Das ist ja Wasser. Wo ist der Wein? Wir sind Abstinenzler, Bruder. Wo ist der Wein? Wo ist der Wein? Hijos de puta! Stellt euch in einer Reihe auf! Los! Stellt sie in einer Reihe auf, diese Krähen! Steh mir nicht im Weg! Wo ist der Wein? Na schön. Wenn kein Wein da ist, wie wär's, wenn wir uns deine Frau teilen? Einen Moment, Bruder, hör mich an. Ruhe! Was erlaubst du dir, du verlauster Affe? Das sind meine Brüder. Und meine Brüder schlage nur ich. Bleib hier.